Und nochmal an das Thema hier mit bei Sponsored bei Mama und Papa zurückzukommen. Das ist doch dasselbe wie bei diesen ganzen Tankstellen-Assis. Ich meine, jeder kennt sie. Jeder weiß, wie sie aussehen. Ja. Weißt du, die haben mördergeile Autos, stehen vor der Tankstelle und geben sich jetzt die größten. Ja, aber im Endeffekt, ja, schön. Wenn mein Vater 30 Millionen im Jahr verdienen würde, hätte ich bestimmt auch so ein Auto. Das sind dann alles so verzogene Görn, die man am liebsten mal ins Gesicht spucken würde. Wah. Ganz schlimm sowas. Ganz, ganz schlimm sowas. Yeah, sie haben beide Türen kaputt gemacht. Ja. Blöde, doofe Dreckszombies. Du bist scheiße. Du bist scheiße. So. Gucken wir mal, was das Feld macht. Das sieht gut aus. Fertig. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, hier. So. Und wieder 3 Samen dazugekriegt. Yay. Und was ist denn das hier überall? Wieso fehlt denn hier überall ein Wasserblock? Komisch. So, die nehme ich. Und mit einem Ohr hauen wir uns durchs Gebüsch. Das ist kein normales Ohr, das ist ein Superohr. Und da haben wir jetzt schon wieder so einen scheiß großen Baum. Und den müssten wir hier auch mal wegmachen. So ein Mist. So. So. Weg. Alles weg. So. So. Nochmal das Gebälk schlagen und gucken, ob wir irgendwo was vergessen haben. Denn man weiß ja nie, da drüben haben wir nämlich auch gedacht, genau da drüben, damit es auch fertig ist. Das ist ein anderer Baum. Gut. Dann bauen wir hier mal ab. Setzen uns genau hier drunter und bauen uns in die Höhe. Theoretisch müsste das Ding ja genau in der Mitte sitzen. Hey, bin ich gut oder was? Und da haben wir sogar noch eins vergessen. So ein Scheiß. So. So, dann legen wir mal fix das ganze Zeug hier ab. Wir könnten ja uns jetzt sogar schon ein paar mehr Öfen machen. Hep. So, wir räumen gleich ordentlich auf. Sonst sieht es hier bald wieder aus wie Sau. Ist gewachsen. Was war das? Holz und Erze. Aber jetzt legen wir erstmal hier ab die Erde. Und den Stein.
der kommt dahin und hierhin, dorthin und dahin. So, jetzt nochmal hier so rein. Das kommt weg und das kommt weg und das kommt weg und das kommt weg. Das kommt hier rein. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder fix, ganz schnell. Danach wieder nach unten und sammeln mal den ganzen Klumpatsch ein. Denn wir wollen ja nicht, dass er weg ist. Das wäre jetzt nicht so schön. Hep, 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 hep. Hui. Jawohl, und die verschwinden, die Teile. Schön. Endlich. So. Und das ist ein Samen, der interessiert hat. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir schon mal ins Baumhaus und jagen da mal ein paar Steine in den Ofen. Aber zuerst hauen wir das Eisen in den Ofen. So. Und wir können uns allgemein ein paar mehr Öfen bauen. Nur die Frage ist, wohin tun wir die? Weil hier ist ja jetzt voll. Da oben haben wir noch nicht weiter gebaut. Wir könnten die Öfen an den Anfang mit setzen. Ja, klär mal wegen was mit. Huch, Frameskip. Ach nee, nicht nochmal. Und da war schon wieder ein Frameskip. Ja, genau. Das sieht es also. Die Melodie ist auch cool. Wer von euch kennt denn The Conduit? Meiner Meinung nach der beste Wii-Shooter, den es gibt. Also, der hatte echt alles drin. Also spannend wie sonst was. Also einfach nur gelungen. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Da ist es so perfekt geworden. Actionreich, abwechslungsreich. Da war alles einfach dabei. Einfach nur genial. So. Ach ja, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich brauch Kohle, Kohle, Kohle. Ja, Entschuldigung, ich sing gerade ein Lied von Gronkh, aber das sieht es einfach so genial. Gronkh weiß halt, wie er jetzt seine Fans faszinieren kann. Ja, es stimmt, ich bin ein sehr großer Fan von Gronkh. Durch Gronkh bin ich letzten Endes auch ans Let's Play, also zum Let's Play gekommen, weil ich weiß nicht, wie soll ich jetzt sagen. Ich habe mir schon immer mal so ein paar Let's Plays und so angeguckt, aber da habe ich mir immer gedacht, Gott, wie scheiße ist denn das? Und dann kam Minecraft raus und ein Kumpel hat mir davon erzählt und hat davon geschwärmt. Da habe ich mir überlegt, naja, musst du dir halt mal ein Let's Play angucken. Das einzige clevere, hey, das sieht aber auch cool aus, hier so dieses Loch.
Und dann habe ich halt Minecraft Let's Play eingegeben und dann kam ich auf Gronkh und weg war ich. Die Stimme, diese Faszination von Gronkh, die reißt einfach einen mit. Das ist der absolute Wahnsinn. Also so gut wie Gronkh macht es keiner. Keiner. Keine Widerrede, keiner. Gronkh ist der Let's Play Gott Nummer 1. Einige meinen ja auch hier damit, German LP auch sehr gut ist. Na klar, also German LP ist auch gut. Aber es kommt einfach nicht an Gronkh ran. So, jetzt wende ich einen Trick an. Und zwar, wie kriegt man denn dazu, Türen so hinzusetzen, damit die Ranken nicht vor der Tür rumhängen? Ganz einfach. Man setzt die Tür so hin. Nein, falsch. Entschuldigung, so setzt man sie natürlich nicht hin. Man muss die Tür hier hinsetzen. Da müssen wir dann auch noch was wegen außen machen. Weil die Tür hängt nämlich jetzt hier ganz knapp drüber raus. Und das verhindert, damit die Pflanzen hier so runterwuchern. So. Halt, Holz haben wir ja noch im Petto. So. Genau, und das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Machen wir uns gleich mal das mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Türen brauchen wir. Ich möchte ja nicht, damit hier alles hier so zugemüllt ist mit diesen Ranken. Sind zwar eine schöne Deko, aber sie müllen halt einfach zu. 2, 4, 5? Oh, deswegen. So. Und es wird Nacht. Aber wir werden uns nicht schlafen legen. Denn wir sind mutige Helden, die sich vor nichts und niemanden fürchten. Genau, das sind wir. So. 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 Oh. Ja gut, wegen da oben machen wir uns jetzt mal jetzt nicht hier so fertig deswegen. Und wegen dem Fenster jetzt auch nicht. So und so. Und so. Das kommt dann hier hin. So. Perfekt. I got a level up. So. Den setzen wir hier hin. Und das rein. Den Stein hinein. So. Gleich mal hier für wegen Ordnung schaffen. Guckt, sieht doch gleich schon mal viel, viel ordentlicher aus. Wie zum Beispiel das Crafting Table, das kann man ja auch hier so in der Wand verstecken. Genau. Da haben wir die Öfen. Und hier haben wir noch zwei Kisten. So, ich überlege nur, was wir dann hier hin machen.
Ja, hier könnten wir ja... Wo ist das Crafting Table? Hier. Machen wir das Ganze einmal so und so. Nee. Nein, das muss anders gemacht werden. Obwohl, nee. Doch. Ah, jetzt kann man schnell entscheiden. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, jetzt haben wir das Problem mit der Scheißsymmetrie. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, aber das sieht halt kacke aus. Das soll ganz schön kacke. Naja, ich schaue mich erstmal aufs Ohr. Vielleicht fällt mir ja da noch was ein dazu. So. Gute Nacht. Hundi. Ruff, ruff. Naja, ich werde jetzt erstmal eine... Nein. Doch, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Denn ich fange jetzt an mit dem Rendern. Dann, man sieht sich bei der nächsten Aufnahme-Session.